Wenn von den Arbeiten des Parlamentarischen Rates in Bonn gehandelt wird, ist seit einiger Zeit immer auch die Rede von dem Besatzungsstatut. Wenngleich das Grundgesetz von uns Deutschen beraten und beschlossen wird und das Besatzungsstatut von den Besatzungsmächten einseitig erlassen werden muss, besteht zwischen diesen beiden Dingen doch ein untrennbarer Zusammenhang. Denn die durch das Grundgesetz zu schaffende Ordnung der deutschen Hoheitsbefugnisse wird sich nur in dem Rahmen auswirken können, den ihr das Besatzungsstatut lässt. Dies kommt auch zum Ausdruck in der Bestimmung der Londoner Empfehlungen, wonach die Besatzungsmächte das Besatzungsstatut gerade deswegen vor der Abstimmung in den Ländern über das Grundgesetz erlassen wollen, damit, wie es heißt, das deutsche Volk wisse, in welchem Rahmen das Grundgesetz gelten soll. Es wird also letztlich von dem Inhalt des Besatzungsstatuts abhängen, ob es überhaupt einen Sinn haben wird, dass verantwortungsbewusste Deutsche die politische Verantwortung übernehmen, für die das Grundgesetz die formalen Möglichkeiten schaffen soll. Das Besatzungsstatut wird eine klare Abgrenzung der Befugnisse der Deutschen und der Alliierten bringen und die Sachgebiete, die sich die Alliierten zu eigener Zuständigkeit vorbehalten wollen, so einschränken müssen, dass die Deutschen zumindest nach innen volle Autonomie erhalten. Kein Mensch wird ein Land regieren und verwalten können, wenn er nicht die Möglichkeit hat, zumindest die entscheidenden Lebensgebiete unter eigener Entscheidungsbefugnis in seinen Regierungsplan einbeziehen zu können. Dies gilt vor allem auch auf dem Gebiet der Wirtschaft. Wenn das Besatzungsstatut seinen Zweck überhaupt erfüllen soll, muss es die Bestimmung der Formen, der Inhalte und des Volumens des deutschen Wirtschaftslebens ausschließlich in deutsche Hände legen. Gewisse Aufsichtsrechte wird man bei vernünftiger Betrachtung der Dinge den Besatzungsmächten einräumen müssen. Diese Aufsicht muss sich aber auf bloße Kontrollfunktionen beschränken und darf nicht in eine Doppelverwaltung ausarten, wie dies in einigen Zonen geschehen ist. Wo solche Doppelverwaltung besteht, ist sie schleunigst auf bloße Kontrolle zurückzuführen. Das Aufsichtsrecht nun sollte nur im Wege des Veto und nicht durch Aufstellung des Genehmigungszwangs für gewisse Akte der deutschen Regierung ausgeübt werden. Und dieses Veto sollte für jeden einzelnen Fall einer Mehrheit der beteiligten Besatzungsmächte bedürfen. Damit wird das Problem der Organisation des Besatzungsregimes auf der alliierten Seite angeschnitten. Bisher geschah die Organisation der deutschen Regierung und Verwaltung immer in Funktion der Organisation, die sich die Besatzungsmächte für die Ausübung der Besatzungsgewalt gegeben hatten. Wenn aber die neue politische, administrative und wirtschaftliche Organisation in Westdeutschland einen Sinn haben soll, müssen die Besatzungsmächte das Besatzungsregime auch der Organisation nach dem durch das Grundgesetz geschaffenen Zustand anpassen. Mit anderen Worten, wenn Westdeutschland deutscherseits ein einheitlich regiertes und verwaltetes Gebiet bilden soll, was ja die Absicht der Londoner Empfehlungen ist, dann muss auf der Seite der Besatzungsmächte eine einheitliche, wenn auch dreiteilige Spitze vorhanden sein,
der allein die Ausübung der Befugnisse zustehen darf, die sich die Besatzungsmächte vorbehalten. Anordnungen an die Deutschen dürften damit vernünftigerweise nur noch von dieser Spitze an die Bundesregierung gegeben werden. Die zonalen Dienststellen und die Besatzungsbehörden auf Länderebene müssten sich auf Berichts- und Inspektionsfunktionen beschränken. Diese organisatorischen Dinge sind vielleicht ebenso wichtig wie die materiell-rechtlichen Bestimmungen des Besatzungsstatuts. Alle Beteiligten sind sich darüber einig, dass das Besatzungsstatut dem einzelnen Deutschen, auch den Besatzungsbehörden gegenüber, die Grundrechte garantieren muss, die für den modernen demokratischen Rechtsstaat charakteristisch sind. Uneinigkeit besteht aber offenbar bei den Alliierten über das andere wesentliche Problem, für das das Besatzungsstatut eine bessere Ordnung schaffen soll, für das Problem der Besatzungskosten. Unter allen Umständen müssen die Besatzungskosten künftig im Voraus und in einer Pauschalsumme festgesetzt werden. Alle Leistungen, die von den Besatzungsmächten gefordert werden, müssen aus dieser Pauschalsumme bezahlt werden. Solange das nicht geschieht, werden vor allem die unteren und rein militärischen Dienststellen der Besatzungsmächte weiterhin die uferlosen Forderungen stellen, die wir kennen. Weiterhin müssen die Besatzungskosten in ein vernünftiges Verhältnis zur Leistungsfähigkeit unseres Volkes gebracht werden. Wie hoch der Prozentsatz sein wird, auf den man sich schließlich einigt, wissen wir nicht. Keinesfalls aber wird man von dem Grundsatz ausgehen dürfen, dass, wie offenbar die Franzosen meinen, Deutschland mindestens so viel an Besatzungskosten zu zahlen haben soll, als die Besatzungsmächte im Durchschnitt für ihre allgemeinen Wehrhaushalte ausgeben. Wie sollten wir denn in einem solchen Falle jemals an den Wiederaufbau unserer zerstörten Städte und Dörfer denken können? Wie wenig heute diesem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Besatzungskosten Rechnung getragen wird, mag aus folgenden Ziffern ersehen werden. Die Gesamtausgaben für Leistungen an die Besatzungsmächte betragen im Rechnungsjahr 47-48 für das Gebiet der drei Westzonen 5,5 Milliarden Reichsmark. Das heißt 39% der gesamten Steuereinnahmen aus Reichssteuern. Es ist kein Trost für uns, dass die Besatzungskosten in der Ostzone noch wesentlich höher sind. Schließlich müssen wir fordern, dass zur Entscheidung über Meinungsverschiedenheiten, über Auslegung und Anwendung des Besatzungsstatuts Schieds- und Vergleichsinstanzen geschaffen werden, die paritätisch besetzt werden müssen. Ohne solche Instanzen wird immer das Recht des Stärkeren entscheiden und wird auch das beste Besatzungsstatut nimmermehr die Herrschaft des Rechtes über die Macht aufrichten können. Man sieht aus dieser kurzen Skizze, dass die deutsche Öffentlichkeit einigen Grund hat, sich mit dem Problem des Besatzungsstatuts zu beschäftigen. Die amtlichen Stellen, die versuchen, die Besatzungsmächte von der Notwendigkeit einer vernünftigen, fairen und konstruktiven Regelung zu überzeugen, werden nicht viel ausrichten können, wenn nicht deutlich zutage kommt, dass sie nichts anderes sind als das Sprachrohr der überwiegenden Mehrheit unseres Volkes.